Wie auch im Leben können Tabellen in Beziehungen stehen. Welche Varianten und Möglichkeiten zwei Tabellen miteinander verknüpft werden können, genau das sehen wir uns in diesem Video an. Bevor wir loslegen, bitte ich euch noch, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten und nun starten wir los. Wie eingangs besprochen, können zwei Tabellen in mehreren Varianten miteinander verknüpft werden. Die erste und auch sehr häufige Beziehung ist die 1:1 Beziehung. Das bedeutet, jeder Datensatz einer Tabelle wird genau einen Datensatz einer anderen Tabelle zugeordnet und auch umgekehrt. Ein Beispiel: eine Person, die Tabelle Person, die aus mehreren Einzelpersonen besteht, besitzt genau einen Ausweis. Und ein Ausweis gehört genau zu einer Person. Kommen wir zur nächsten Variante. Die 1:n Beziehung. Das bedeutet, jeder Datensatz einer Tabelle, und jetzt ist es wichtig, wird genau ein Datensatz einer anderen Tabelle zugeordnet. Umgekehrt kann auch ein Datensatz beliebig viele Datensätze der anderen Tabelle zugeordnet werden. Was heißt das? Ein Autor kann beispielsweise mehrere Bücher schreiben, aber ein Buch kann von mehreren Autoren geschrieben werden. Wie ihr seht, besitzt das Verhältnis dieser zwei Tabellen eine 1:n Beziehung. Kommen wir nun zur letzten Variante, die n:n Beziehung. Hier bedeutet es, jeder Datensatz einer Tabelle werden beliebig viele Datensätze einer anderen Tabelle zugeordnet. Umgekehrt werden einem Datensatz ebenfalls beliebig viele Datensätze der anderen Tabelle zugeordnet. Folgendes Beispiel soll dieses Verhältnis illustrieren. Ein Student hört sich Vorlesungen mehrerer Professoren an, aber ein Professor unterrichtet mehrere Studenten. Falls ihr Fragen zu diesen Tabellenbeziehungen habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und tschüss, bis bald.